Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Mad Gaming and Office mit dem Intel Gaming Stage 6.6 für 4598,48 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das Bild ist leider mehr oder weniger fake. Also es sieht schon ähnlich aus, aber nicht 1:1 so. Und zwar stimmen die Lüfter und die Wasserkühlung, das ist völlig okay. Hier ist allerdings Crucial Ballistics RAM drin, der ist so nicht verbaut. Und ein MSI Mac Board, das ist auch hier so nicht verbaut. Hier ist ein Asus Board drin. Die Grafikkarte wird eventuell auch noch ein anderes Design haben. Aber ganz grob kommt es hin. Es ist aber nicht 1:1 so. Es wird definitiv anders aussehen. Das Gehäuse stimmt auch und so, das ist dann schon okay. Kurz vorweg, das Video, das habe ich mir nicht einfach so rausgepickt, sondern das wurde mir hier vorgeschlagen in unserem Videovorschläge-Channel auf dem Discord. Kommt auch gerne vorbei, wenn ihr irgendwie eine Config braucht oder vielleicht ein bisschen Undervolting wollt oder ein bisschen Overclocking. Wir haben da einige Kollegen, die kümmern sich dann darum. Dann macht ihr hier einfach ein Ticket auf für eine Config-Anfrage oder ein OCUV-Ticket, wenn ihr ein bisschen Overclocken oder Undervolten wollt und dann passt das. Starten wir direkt auch mit den technischen Specs und zwar haben wir hier einen Intel Core i9-13900K. Der hat 24 Kerne, 8 Performance und 16 Efficiency Kerne, beziehungsweise 32 Threads, also 16 Performance Threads und 16 Efficiency Kerne. Das ist im Moment die stärkste CPU von Intel, die ihr auf dem Markt kriegen könnt, neben dem KS natürlich, macht aber keinen Sinn. Selbst der 13900K macht für die meisten keinen Sinn, es sei denn, ihr arbeitet wirklich mit Programmen, die sehr viel CPU-Leistung brauchen, aber der ist ganz locker zum Zocken und Streamen geeignet, gar keine Frage. Hat eine TDP von 125 Watt, kann sich allerdings auch 253 Watt reinschrauben, wenn er in den Turbo geht. Der kann auch über 300 Watt gehen, wenn er das möchte, kommt drauf an, wie ihr den einstellt. Aber 253 Watt sind auch schon irgendwo realistisch. Also ich zum Beispiel habe einen 13600K und selbst der haut sich schon 200 Watt rein. Ansonsten unterstützt er noch Dual Channel DDR5 5600 MTS bzw. DDR4 3200 MTS. Könnt ihr wie immer schneller betreiben. DDR4 3600, 4000 gar kein Thema. Bei DDR5 auch 6000, 6400, 6800, das funktioniert alles ganz locker. Meiner läuft jetzt gerade zum Beispiel auch auf 6800 MTS. Kann man auf jeden Fall nicht meckern, in der Preisklasse aber zu erwarten, ganz klar. Und der kostet 618,98 € bei MineFactory. Das Mainboard ist ein Asus Prime Z790-P Wi-Fi DDR5. Das bringt natürlich den Intel Sockel 1700 mit, anders läuft das ganze Ding auch nicht, und den aktuellen Z97-Chipsatz. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten können noch 2 weitere SSDs verbaut werden. Dann habt ihr hier den Grafikkarten-Slot. Den Slot werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr benutzen können, weil die Grafikkarte das mit dem Kühler überdeckt. Ansonsten habt ihr noch 3 Erweiterungsplätze für Capture Card, USB-Erweiterungskarte, irgendwie sowas in die Richtung. Das Teil, das bringt auch schon die Antennenanschlüsse für WLAN und Bluetooth mit, also WLAN und Bluetooth sind auf jeden Fall mit an Bord. Dann habt ihr hier noch Mikrofoneingang, Kopfhörerausgang und Line-In für irgendwelche andere Geräte. USB 3.1 ist einmal mit dabei, USB Typ C ist mit dabei, 4x USB 2.0 Netzwerkanschluss, 2x USB 3.0 PS2-Anschluss werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht benutzen, weil ihr einfach keine alte Peripherie noch irgendwie zu Hause rumliegen habt. Und dann die Onboard-Grafik mit DisplayPort und HDMI. Könntet ihr hier theoretisch sogar benutzen, wenn die Grafikkarte mal wirklich einen Totalschaden hat oder was und ihr müsst unbedingt noch irgendwie an eure Dateien dran und es soll einfach gehen, dann könnt ihr da wirklich ein Monitorsignal einfach abgreifen. Natürlich solltet ihr die Grafikkarte nutzen, solange sie denn funktioniert. Das ist jetzt kein besonderes Board, es ist schon ein sehr günstiges Board. In der Preisklasse hätte ich mir auf jeden Fall irgendwie so, weiß ich nicht, ein Aorus Elite oder so gewünscht oder wirklich ein MSI Mac, ne? Irgendwie sowas oder ein Carbon. Es funktioniert zwar mit dem System, ich hätte mir was Besseres gewünscht, wirklich. Und das kostet 277,38 € bei computeruniverse.net. Das Gehäuse ist ein Lianli-Olf Dynamic Evo Schwarz-Glasfenster. Ja, das kennt mittlerweile jeder. Das sind diese dicken Bomber, die jeder Streamer irgendwie da bei sich auf dem Tisch stehen hat, mit den ganzen Lüftern drin und alles bunt und so. Es ist technisch gesehen auch ein gutes Gehäuse. Gar keine Frage, Airflow ist auch da drin, alles top. Ich finde es mittlerweile ein bisschen ausgelutscht. Aber muss jeder selber wissen. Wenn euch das gefällt, bitte. Gar kein Thema. Und das kostet 179,90 € bei CaseKing. Die Grafikkarte ist eine Asus TUF OC Gaming GeForce RTX 4090. Was schön ist, wir wissen, was wir hier bekommen. Es ist aktuell die stärkste Grafikkarte auf dem Markt. Natürlich gibt es unterschiedliche Designs, aber die TUF-Serie,
die hat auch einen guten Kühler drauf und so. Da kann ich überhaupt nicht meckern. FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung in Kombination mit diesem Prozessor. Das ist natürlich alles schon sehr High-End, aber der Preis ist natürlich auch High-End. Und die kostet 1.999 Euro bei ComputerUniverse.net. Das Netzteil ist ein BeQuiet Straight Power 11 Platinum 850 Watt. Das hat 5 Jahre Garantie, ist 80 plus Platinum zertifiziert und vollmodular. Also es ist ein sehr effizientes Netzteil, 850 Watt reicht für das System auch aus. Einige sagen, sie wollen 1000 Watt haben oder 1200, aber rein rechnerisch 850 Watt, die reichen. Wenn ich mir den Preis so angucke, also ihr seht gleich die Differenz zwischen Geizhals und Mad Gaming, dann hätte da noch ein besseres reingepasst, vor allen Dingen schon mal mit einem fertigen Stecker für die Grafikkarte. Die arbeiten hier immer noch mit diesem Adapterkabel, anders ist das hier im Moment nicht möglich. Und es gibt halt Netzteile, die bringen diesen neuen Stromstecker für die Grafikkarte direkt mit. Nichtsdestotrotz, passt hier ins System, ist in Ordnung. Und das kostet 161,49 € bei Mindfactory. Arbeitsspeicher, 32 GB G-Skill Trident Z5 Neo RGB Schwarz DimKit DDR5 6000 MTS CL36. 32 GB in der Preisklasse, ja, ist okay. Tatsächlich hätte ich schon 64 GB erwartet, aber das brauchen halt die wenigsten. 32 ist dann noch okay. 6000 MTS, finde ich ein bisschen wenig. Meiner läuft, wie gesagt, auch auf 6800, also da verschenken sie ein bisschen Leistung. Gerade auch mit CL36, CL32 wäre da auch cool gewesen. Aber es ist irgendwo noch in Ordnung. Sie betreiben es ein bisschen über der Spezifikation von Intel, also nicht genau drauf mit 5600 oder so. Und der hat noch RGB-Beleuchtung und alles mit dabei. Das ist schon irgendwo okay. Ich hätte jetzt persönlich wieder was anderes erwartet. Und der kostet 181,88 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist eine Arctic Liquid Freezer 2 360A RGB. Die habe ich selber im System für meinen 13600er. Das ist mit einer der besten Wasserkühlungen gerade auf dem Markt. Halt einfach so preis-leistungstechnisch unschlagbar. Hat natürlich jetzt kein RGB-Bling-Bling auf dem Pumpenkopf oder so, aber wer da jetzt nicht so Wert drauf legt, ist auf jeden Fall eine gute Wasserkühlung. Ihr dürft jetzt allerdings nicht erwarten, dass die einen 13900K womöglich, wenn er auch noch unter Dauerlast ist und dann auch noch übertaktet wird, runterkühlt. Also zum normalen Gaming und vielleicht ein bisschen Videos schneiden oder streamen und so, das packt die, gar kein Thema. Dann pfeift sich der Prozessor auch nicht so viel Watt rein. Aber unter Dauerlast, im Benchmark und dann vielleicht sogar noch übertaktet, das packt die nicht. Keine Chance. Aber ist eine gute Wahl, kann ich nicht meckern, ist okay. Und die kostet 124,48 € bei csvdirekt.de. Als Festplatte bekommen wir eine Samsung SSD 980 Pro 1 TB M.2. Ja, also das ist schon eine sehr, sehr schnelle SSD. 7000 MB die Sekunde lesen, 5000 MB die Sekunde schreiben. Ist auch qualitativ in Ordnung, kann man machen. 1 TB ist ein bisschen mau, also wirklich sehr mau. Ich erwarte bei 2000 € System teilweise schon 2 TB, wenn es preislich irgendwo drin ist. Wir sehen gleich an der Liste, es wäre drin gewesen. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich bringe das Beispiel sehr oft, das weiß ich, aber Ark Survival Evolved, wenn ihr das spielt und seid auf vielen Servern, habt die ganzen Modpacks davon, zieht locker 450 GB. Ist einfach so. Betriebssystem ist dann noch da drauf, einige Treiber, Discord, euer Browser, diese ganzen, also Kleinvieh macht auch Mist, ne, muss man dazu sagen. Und dann installiert ihr noch 2, 3 AAA-Titel und dann ist das Ding halt voll. Also 2 TB hätte ich mir mindestens gewünscht. Es ist echt schön, dass die schnell ist und alles in Ordnung. Erwartet mal bei dem Preispunkt auch, aber 1 TB erwartet man halt nicht. Gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall zu wenig. Und die kostet 108 € bei Mindfactory. Zubehör, Zusatzleistung, Undervolting Grafikkarte. Das ist nett, dass die das machen. Gar keine Frage. Ist ein guter Servicepunkt. Wir sehen auch gleich den Aufpreis. Ob das dann noch gerechtfertigt ist, ist ein anderes Thema. Wenn ihr eure Grafikkarte undervolten wollt, das bringt unter anderem Vorteile. Spulenfiepen kann entfernt werden, muss nicht, aber kann. Und ihr habt auf jeden Fall eine geringere Leistungsaufnahme und somit auch weniger Hitzeentwicklung. Und dementsprechend habt ihr ein kühleres System und das läuft alles besser. Also wenn ihr da Bock drauf habt, kommt einfach auf den Discord vorbei. Wir haben da einige Mods, die das machen. Gehäuselüfter, 2x3er-Pack Arctic P12 PWM PST ARGB 0 dB 120 mm. Meine Fresse. Wer sich den Namen ausgedacht hat, er gehört erschlagen. Ist einfach so. Ja, das sind die Arctic P12. Sind gute Luffy, es ist nichts Besonderes, kein super geiler RGB-Effekt, klar, die leuchten so ein bisschen, könnt ihr einstellen, sicherlich. Sind auch leise, ich habe die Dinger auch selber hier zu Hause. Es gibt natürlich schönere, zum Beispiel die Lian Li Unifans oder einige von Corsair, aber die sind auch wieder deutlich teurer, gar keine Frage.
Das ist schon okay. Das ist zweimal ein Dreierpack, habe ich auch so in die Liste reingepackt. Somit sieht das System dann in etwa so aus wie auf dem Bild, was die Lüfter angeht. Und die Kosten pro Dreier-Set 33,77 Euro bei Mindfactory. Betriebssystem Windows 10 Pro 64-Bit. Windows 10 Pro 64-Bit auf einem Intel 13900K ist natürlich ein bisschen suboptimal. Ihr müsstet dann sofort auf Windows 11 upgraden wegen dem Performance- und Efficiency-Kern. Windows 10 kommt damit nicht so gut klar wie Windows 11. Aber ihr könnt ja kostenlos upgraden. Das hätte ich mir aber gewünscht, dass es direkt mit dabei gewesen wäre. Mittlerweile kann man Windows 11 auch einigermaßen nutzen. Wir packen das jetzt hier auch für 105 Euro in den Warenkorb. Und trotzdem habt ihr gleich noch eine gewisse Differenz. Wenn ihr euch so einen Key holt, sei es bei meinem Partner oder sonst wo, dann kostet der so im Schnitt 24,50 Euro. Aber ich habe jetzt wirklich mal mit den 100 Euro gerechnet. Bevor jetzt jemand mir vorwirft, ja, du kannst doch nicht Windows so. Nee, wir machen das jetzt so. Ansonsten zum Serviceumfang: Windows 10 Pro 64-Bit installiert und aktiviert. Installation aller wichtigen Treiber. Gut, das macht zum Beispiel Krotus auch. Update auf neueste Windows-Version sowie BIOS-Update macht Krotus auch. Und auch andere Hersteller, wenn ihr Windows mit dabei nimmt, zum Beispiel MIFCOM, machen das auch. Einstellung der Lüfterkurve aller Lüfter für einen flüsterleisen Betrieb. Ja, das ist eine Sache von 2 Minuten im BIOS, aber ist okay, dass es dabei ist, ist nett. XMP-Profil machen die meisten Systemintegratoren auch, ist auch nur ein Klick im BIOS tatsächlich. 24 Stunden Stresstest ist nice. CPU, RAM und Grafikkarte, sofern sie das wirklich so durchführen, ist das okay. PC anschließen und sofort loslegen, ja, das trifft bei den meisten Systemintegratoren zu, sofern sie den Windows vorher mit installieren. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, zweimal das 3er-Lüfterpaket, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 3.824,26 Euro. Das System soll kosten 4.598,48 Euro. Das sind über 750 Euro Aufpreis. Und da stelle ich mir die Frage, für was? Das Undervolting kann es nicht sein. Der 24-Stunden-Stresstest? Auch nicht. Die meisten Systeme werden vorher getestet. Vielleicht nicht 24 Stunden, aber sie werden getestet. Dieser Preispunkt ist so dermaßen uninteressant und wir haben nicht irgendeine beliebige Hersteller-Grafikkarte, dass jetzt jemand sagen könnte, nee, wir verbauen da jetzt eine Strix, die dann nochmal 300 Euro teurer ist oder so. Nein. Wir haben genau 1:1 die Komponenten. Die Geizhalsliste spiegelt natürlich nur das dar, was ihr quasi bezahlen würdet, wenn ihr selber baut. Da kommen hier und da noch ein paar Versandkosten dazu. Rechnen wir noch mit 20 Euro Versand, macht den Braten jetzt auch nicht fett. Absolut nicht gerechtfertigt, dieser Preispunkt. Wirklich nicht. Dass so ein System viel Arbeit ist, indem man halt neuen Lüfter an RGB anschließen. Pipapo, verstehe ich alles, gar kein Thema. Eventuell setzen die sogar noch so einen Splitter ein, der kostet dann 20 Cent oder was. Ja, von mir aus. Aber diese Preisdifferenz ist in meinen Augen hirnrissig. Also ist wirklich zu viel. Ich habe bei einschlägigen anderen Systemintegratoren einfach mal verglichen. Die gleiche Leistung kriegt ihr da schon für 3.500. Ist halt einfach so. Guckt selber. Ich habe jetzt keine Alternative für euch, aber guckt selber. Ich habe eben nachgeschaut, 3.500, gleiche Leistung. Dann habt ihr zwar ein anderes Gehäuse und so, ja, aber rein von der puren Rechenleistung sind die teilweise sogar besser, beziehungsweise haben auch mehr Speicher, 2 Terabyte SSD und solche Sachen mit dabei, ja? Also das System kann ich absolut jetzt nicht empfehlen vom Preispunkt her. Konfigurationstechnisch ist es okay, bis auf diese kleine SSD. Der Rest ist, ja, kann man machen. Aber der Preispunkt ist halt völlig daneben, muss man echt so sagen. Gut, das wär's dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne mal bei Twitch vorbei, ich bin da jetzt des Öfteren live. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.